Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in der IFC VfL Wolfsburg Karriere. Und ich bin echt hyped, dass die echt hyped aufs Vorbereitungsturnier. Ich bin hyped auf die Saison und keine Ahnung, wie es euch geht, aber okay. Bartosz Bielek will nicht weg. Weil hier zu viel Geld bekommt anscheinend. Das gefällt mir nicht. Schade. Aber ist okay. Waldschmidt haben wir umgewandelt hier. So, ja. Das hier mitnehmen ist der schnellste Entwicklungsplan, abgesehen von dem hier. Ja, tut sich nicht viel drum. Ja. Ist ein Füllerspieler, der Typ. Svanni kann man eigentlich noch lo. Ah, ne. Den muss ich den Vertrag verlängern. Ganz fix, aber ich weiß nicht, ab wann ich das machen kann. Okay, kann ich machen. Gut, 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 gut. Und ich werde eine Freigabesumme einbauen, weil er mir zu viel Gehalt will. Deswegen, Svanni. So, ja. Ja, ich denke, das macht halt nur Sinn, eine Freigabesumme einzubauen bei ihm. Ja. Bei andererseits so. Ja, irgendwie tut das weh, Schwanni loszuwerden. So. Ja, ich, na, nee, komm, scheiß drauf. So, er kriegt das Gehalt, was er will, abgesehen vom Boni. Und ja, und gut ist einfach. Sehe ich zwar nicht unbedingt ein, aber ja. Als andere wäre halt noch mehr Debakel und so, deswegen. So. Weil unter Marktwert loswerden, dann wäre der Vorstand schon nicht zufrieden mit und ich auch nicht. Und dann werde ich Svani erstmal wahrscheinlich auch behalten. So. Wobei, wie viel ist er wert? 21 Millionen. Ja, nee, scheiß drauf. Svani bleibt hier erstmal. Und ist vielleicht auch cool, dass ein paar vom ursprünglichen Kader noch da sind. Wie Svani, wie Gerhard, wie Wimmer, wie Czerny. Oder halt auch Paredes natürlich, ne? Auch wenn man den nicht so gesehen hat wie so Czerny oder Wimmer, Gerhard oder Svani, ne? So. Aber ja, denke ich, fühlen wahrscheinlich auch ein paar so und ich fühle es halt auch so, ne? Und dann passt das, ne? So, ja. Rodrigo-Angebot leider diesmal gar nicht, aber Scout-Abschlussbericht, da muss ich mal vielleicht mal gucken, ob da direkt wer Interessantes ist. Kabiani, Spadibani, Fadiani. Ich glaube eher weniger. Jungsplan von Sanchez. Okay. Ist wohl durch mit dem Potenzial, ne? Oh, der könnte der Stürmer sein, den ich suche. Also den ich haben will, ne? So, natürlich Schuhe. Evan Nilsson. Ja, das war eine geile Zeit. Vor allem komme ich mit Evan Nilsson klar. Also den Cambiani werde ich auch noch holen, aber Evan Nilsson will ich mal kurz gucken, wie viel die haben. Hat die Nostalgie manchmal mit ihm in FIFA 22. Also ich habe ihn nicht immer geholt so. Und ich kann mir halt auch vorstellen, wenn ich Sport to Glory mit meinem Bruder machen würde, der wird nicht drauf kommen, dass ich Evan Nilsson hole. Aber ja, schade, leider nicht machbar. Und also manchmal habe ich ihn geholt so in privaten Sprint to Glories und der hat da so gecarried, der Boy. Der war krass gewesen. So da auch, ich habe ihn halt getestet in einer privaten Karriere, in einer normalen. Und der Typ hat gecarried. So. Der hat da so gecarried in der privaten Karriere. Also mit dem war ich halt, mit dem und meinem Chart habe ich die irische Liga auseinandergenommen. Und das kann ich mir hier auch irgendwann in einer Sprint to Glory oder so vorstellen. Oder halt bei normaler Karriere, keine Ahnung, ob ich noch eine machen werde oder nicht. Mal schauen, ne? Mal schauen, wie es hier weitergehen wird. Aber auch eine schöne Beraterin, ihr kennt das Ganze. Und hier gehe ich auf 10k hoch und oh, das hat ihm nicht gefallen, dass ich gesagt habe, eine schöne Beraterin auch hier. Vielleicht ist das seine Beraterin, seine private Beraterin. Ist ja auch in Ordnung, Cambiani, Capriciani, Cambiani, Schmandiani, wie auch immer. Willkommen in der Mannschaft, willkommen beim VfL Wolfsburg, den ich wieder großartig machen werde. Ich will den VfL Wolfsburg noch stärker machen als wir unter Felix Magath-Zeiten. Denn die Meisterschaft, die ist eins der Ziele, aber natürlich will ich auch den Henkelpott sehen. Ist ja klar, ne? Da ist er. Cambiani, vielleicht ist er der Mann, den ich gesucht habe. Oder halt auch der, im besten Falle sogar er und dieser Dejean, den wir haben von den freien Spielern, der Franzose. Den wir im letzten Part, meine ich, oder vorletzten Part geholt haben. Also vielleicht einer von den beiden, der Mann, den ich suche. Hinter Mokoko, der ein verlässlicher Stürmer. Das ist halt einfach, was ich suche. So kann man es zusammenfassen. Ne? Okay, der hat eine 1,70 als Keeper. Ja, das holt mich nicht so vom Hocker. Ja, ist in Ordnung für den neuen Nico Cambiani. Hier haben wir Cambiani, Parra. Wer ist Parra? Ah, du bist Parra, okay. Ah, okay.
Sucht neuen Verein IV. Ja, wobei IV sind wir gut aufgestellt. Also der wird wahrscheinlich großes Potenzial haben, aber ja, hat der hier auch so, ne? Und ich muss sagen, da sind wir gut ausgestellt. Stergiou, ja, brauchen wir eigentlich nicht so. Kann weg, so. Das ist eher was für so zwei Drittligisten, so, ne? Dann Juma kann auch mal weg, denke ich mal. Weston McKennie kann man mal beobachten. Schalker Talent. Kann man mal beobachten, so, ne? Cavachal haben wir den schon? Ne, haben wir nicht, der kommt hier mit. Fekir, ja, kann man auch mitnehmen, ne? Ja, genau, komm, mit wem, ja. So, perfekt. Für die Regions, ne? So, den hier vielleicht dann auch schon mal drauf packen. Weil ich den irgendwie. Griezmann, ja. Ja. Wäre der ein freies Spiel, ich hätte ihn geholt. Vielleicht wäre er ja dann auch der verlässliche Stürmer, von dem ich die ganze Zeit am Reden bin. Also echt unerträglich, dieser Real-Typ. Also, ja. Also, wie hält man den Typen aus? Also, echt, ey. Der Typ die ganze Zeit nur von seinem Sturmersatz da am Reden. So, und zwar würde ich sagen, bist du der Einzige ausnahmsweise, der starker Fokus auf Leistung macht, eben. Ja, doch, machen wir bei dir. Und bei dem Rest würde ich sagen, wobei, nee, ich mach das anders. Und zwar macht ihr eben Fokus auf ausgeglichen. So. Wobei, jedem geht's gut, ne? Jedem geht's richtig gute Ausdauer, richtig guter Dings hier. Warum nicht die ganze Saison über spielen? Das hätte ich gern die gesamte Saison hier über. Weil denen geht's gut. So, Bissigkeit ist da. Ausdauer ist da, abgesehen von dem Neuzugang natürlich, aber hey, so. Von dem Cabriciani, Cambiani. Ich glaube, Cambiani spielt man das, spricht man das aus, aber gerne verbessern, ne? Ist auch kein Problem, ne? Wenn man mich da verbessert, so kann man gerne machen, so, ne? Ist ja, denke ich, auch für einen Spieler angenehmer, wenn ich es richtig aussprechen würde. So, genau. So, denke ich, werden wir ins erste Vorbereitungsspiel gehen, so. Was ich, denke ich, mal simulieren werde, weil. Wobei, ich habe irgendwie auch Bock zu spielen. Mich juckt es in den Fingern, wisst ihr? So, aber ich denke, dann dauert es auch länger, bis die Saison losgeht, wenn ich selber zocke. Deswegen denke ich, werden wir die simulieren. Und dann schauen wir, ja, nochmal nach dem Vorbereitungsturnier, dass ich selber zocke. Und auch nicht. Ah, Rodrigo geht doch noch. Nice, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir da vielleicht jemand Besseren dann vorne drin. Ja. Ja. Rodrigo. Oh, ich hätte 1 Million mehr verlangen können. Okay, das ist cool. Ja, was ist das hier? 5 Millionen für so welche Mannschaften? What the fuck, Mann? Aber eigentlich sind die auch ein Test, die Mannschaften, ne? So hier so Spurs, Menu, so sind schon hier Tests, so. Ob man es drauf hat oder auch Villarreal oder hier halt auch Sevilla, natürlich Newcastle, Milan, Arsenal und Chelsea und Napoli. Also hier eigentlich alle, sogar Sociedad kann man eigentlich als Test bezeichnen. Und hier halt auch so die Spurs, Villarreal, Menu kann man echt als Test bezeichnen, so. Deswegen nehmen wir die hier mit. So. Ist halt, denke ich, das Beste von den Turnieren, wo man halt auch Chancen hat, das zu gewinnen. Denke ich mal. Also gehe ich mal von aus. Ne? Und hier Transferangebot. Warum habe ich den nicht geblockt? Ich dachte, ich hätte den Typen geblockt, Alter. Was mache ich denn hier, ey, für Faxen, ey? Nein. Der bleibt hier. Den verkaufe ich doch nicht. So, nee. Nee. Okay, I see. I see. Warte, machst du mal bitte hin, Jolund? Bitte der Scout, der bei Jolund dran ist, bitte mal ein bisschen beeilen. Okay, wir haben fast Saisonbeginn und ich würde gerne jetzt schon die Gewissheit haben, Leute. Mich juckt so richtig, Mann, anzufangen. So richtig, ne? So richtig, richtig juckt's mich da. Ah, okay, der hat einen Verein gefunden, der Espinosa. Ja, zeigt großes Potenzial. Ja, kann man mal drauf lassen, so, ne? Weil sie Keeper brauchen. Vielleicht mal mitnehmen, vielleicht auch nicht. Rangers. Ah, okay. Hattet ihr den nicht auch ausgeliehen? Oder war es ein anderer Spieler? Ah, gut, wisst ihr was, weil ihr Rangers seid, mache ich's. Okay? Weil ich euch gut leiden kann, mache ich eher einen Bruder-Move, so. Und 900k, so, die tun uns nicht weh bei Wolfsburg. Die tun uns, also hier in IFC natürlich, in WLive weiß ich nicht, wie das so aussieht. Masraoui-Interesse, Masraoui. Genau, es gab Abschlussbericht. Genau, sehr schön. Bueno, das ist doch Bueno. Das ist ein Scout-Abschlussbericht. Ah, Real Betis will den haben. Er gönnt euch den so. Wir haben Frühstil, wir haben den Jugendkeeper. Wobei, vielleicht verkaufe ich den Jugendkeeper und hole den mit der 71 her. So, vielleicht den hier verkaufen und für die 71 dann holen. Ich kann ihn direkt verkaufen?
Geil. Na dann, tschüss. Ah, geil. Das wäre echt geil, wenn ich ihn loswerde, aber ja. Soll ich dafür wirklich einen weiteren Keeper holen? Ich weiß nicht. Wobei Frühstil so, ich weiß nicht, vielleicht doch loswerden, so, weil. Ja. Hat halt nur eine 69 und so. Ja. Wobei ich fühle Frühstil, so, das ist das Problem dahinter, so, ne? Ja. Aber gute Gesamtstärken fühle ich halt auch, ne? Deswegen so. Ja. Ja, vielleicht den Jugendkeeper halt wirklich loswerden oder rausschmeißen oder so, mal gucken, oder? Dass wir hier den hier dann gehen. Wichtig will er sein. Ist er blöd oder so? Mal real talk, Junge. Du sagst gerade, dass du so wichtig bist wie Keylor Navas und Manuel Neuer? Ich glaube, er ist auf den Kopf gefallen. Ja. Ja. Ah, egal. Das hat hoffentlich keine Auswirkungen auf seine Leistung, dass er auf den Kopf gefallen ist. Ich meine, ernsthaft. Ernsthaft, er auch noch mit seiner 71, aber okay, ja, meinetwegen. Mag vielleicht auf den Kopf gefallen sein, der gute George oder Horch oder Horch wahrscheinlich, ne? Horch. Oder Orch oder Schmorch oder, naja, wie auch immer. Wie auch immer man den Scheiß da ausspricht. Ja. Wie auch immer man ihn ausspricht, ne? Ja. Vielleicht werden wir den Jugendkeeper ja auch noch los und dann passt das, ne? Dann haben wir den George hier noch im Kasten und so und ja, passt das, ne? Neuzugang, ja, der kann auch Trainingsplan direkt haben, ja. Der darf auch direkt mitmachen, ja. So, stärker Fokus, ja. Wo ist eigentlich hier der andere Typ, den wir neu haben? Der Kambiani. Kambiani, hier ist Kambiani. Du bist fertig mit der Bissigkeit, ja. Ausgeglichen, ja. Fertig. Fertig ist. So, perfekt. Sehr gut, Kambiani, ey. Also Kambiani. Kambiani, glaube ich. Kambiani, Kambiani. Kambiani, Kambiani. Bialek sind wir losgeworden. An die Rangers? What the fuck? Toll. Ist ja ganz toll. Naja, gut. Gönnen Sie sich. Ist okay, Rangers. Ich mag euch. Aber ich hätte 900k mehr haben können. Ein Angebot für Sanchez. Okay. Und das ist ein gutes Angebot sogar. Also was, also kann man nicht meckern. Ja. So, du wirst erstmal Rechtsverteidiger. Und dann machen wir hier genau das hier machen wir auch bei dir. Ja. Die Defense-Werte nennen noch ein bisschen bei dir. Und dann feiern wir hoffentlich Wins after Wins und so. Und passt. Ja, das ist deine Chance. Ja. Wir brauchen das Geld, Kollege. Also eigentlich nicht, aber ja. Ist vielleicht doch gut, dass man das dann so sagt und so. Ich wieder ein bisschen anflunkert, so, ne? Weit interessiert ja eh keinen. Dortmund will Sanchez haben. Okay, dann, damit hätte ich nicht gerechnet, wo ich ihn von freien Spielern damals geholt habe. Aber vielleicht verkaufe ich ihn so, weil in der Zentrale und so, wir haben da genug Leute und so. Da brauche ich ihn nicht so, ne? Da brauche ich ihn nicht, ne? Und wenn die mir 30 Millionen für ihn geben, so, why not, ne? So, ja, wir haben ja genug, ne? Und vielleicht hole ich dann ja eh noch ein ZM, ne? Wer weiß, ne? Vielleicht KDB-Rückholaktion. Vielleicht die KDB-Rückholaktion. Vielleicht kommt die eines Tages im Laufe des Projekts. Ich sag's euch, Leute. Irgendwann kommt der Tag, da haben wir KDB zurückgeholt. So. Ja. Ja, wobei Sanchez, der ist jung eigentlich. Vielleicht sollte ich ihn doch behalten. Aber andererseits 30k, so 30 Mio, so, pff, nimmst du mit. So. Wenn Dortmund bereit ist, die zu zahlen, ansonsten. Nö. Nee, aber ich denke, da können wir noch verhandeln mit, oder? Dortmund? Warum habt ihr Klopp gehen lassen? Jetzt fand ich hier mit irgend so einem Noob, der nicht weiß, wie man verhandelt, ganz ehrlich. 29. Dann nicht, ist mir egal, so. Dann behalte ich ihn halt. Das ist ja mal mein Bankdrücker, ist mir egal. So. Ihr seid Konkurrent, so. Und auch wenn Sanchez wahrscheinlich eh nicht eine große Rolle spielen wird, aber trotzdem so. Also denke ich nicht, dass sie jetzt sagen, oh, der ist unsere Startelf. Vielleicht ist das ja so, ne? Anstoß gegen Manu. Manu. Haben wir hier eigentlich die Leute zurück, die von der Startelf oder sind die immer noch bei Nationalteam? Ja, doch haben wir, ne? Udogie ist zurück, Baldé ist hier. So, ja, dann doch, dann muss ich eigentlich an ihn rausnehmen, weil, ja, wird halt hier schon gerne was sehen, ne?
Vorbereitungsturnier. Aber ich muss auch Galado spielen lassen, das ist das Problem. Und ich weiß auch nicht, ob der Dings kapiert, dass er Baldé für Galado einwechseln soll. Vielleicht eher Udogie mitnehmen, dass das Trendtrainer da keine Faxen macht. So, Nianzu haben wir dabei. Reyes, Nianzu. Haben wir da irgendeinen besseren IV? Bornau. Bornau ist, glaube ich, eh unzufrieden, ne? Ich glaube, der ist unzufrieden. Dann tun wir den einfach statt Reyes hier rein, erstmal. Genau. Und dann vielleicht so Rafa Guerrero wieder rein für Gerhard. So, genau. Und weil ich würde schon gerne wissen, ob meine A11 mithalten kann mit ManU. So. Das wüsste ich halt echt gerne so. Das wüsste ich halt wirklich, wirklich gerne so. Das wüsste ich halt echt gerne, deswegen mache ich das eben. Mit der Umstellung hier. Damit wir halt das erfahren, ob die A11 in Anführungszeichen das so mithalten kann. Ne? Mit sowas wie ManU. So, ne? Also die größtenteils die A11, ne? Natürlich. Ne? Svani vielleicht noch oder Müller mitnehmen? Müller für Linné vielleicht mitnehmen hier. Ja, Müller mitnehmen, genau. Dann Müller das vielleicht gegen PSG. Ne? PSG sage ich, gegen ManU. Kleiner Namensversprecher, aber ZM haben wir gar nicht so viele Optionen. Deswegen ist das gut, dass Sanchez noch hier ist eigentlich. So haben wir ja nur ihn, Romo, Gerhard. So, als Reservisten, ne? Wo ist eigentlich der andere Typ, den wir hatten? Haben wir den verkauft? Oder ausgeliehen? Ach, keine Ahnung, wen ich auch meine. Aber ist ja auch egal, so, ne? Ja, weil das aktuell, was wir haben. Und ja, ne? Wobei, da muss ich ja auch den hier rausnehmen. Den hier mit reinnehmen, genauso wie den neuen Ersatzkeeper hier, den Sepul, Sepul Veda. Sepul Veda. Den Uruguayer. So, perfekt eigentlich. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal uns das Ganze doch mal hier in der Schnellsimulation an. So. 3-2-Sieg, ey! Super! Und Jolund hat getroffen, den Typ, den ich am Scouten bin, ich Stürmer da. Das Stürmertalent da. Canales hat getroffen, Mokoko und Guerrero für uns. Und Shaw und Jolund für die City, für die ManU Guys. Für die ManU. Für die Red Devils, glaube ich, ne? Heißen die, meine ich. Baldé spielt nicht. Ja, der ist doch gerade erst hier. Galado ist halt unzufrieden. Ich will nicht, dass er den Verein verlassen will, weil so eine Scheiße läuft hier nicht. Mit Verein verlassen. Nee, nee. Nee, nee, bitte das nicht tun. Und deswegen auch gegen Espanyol mal gucken, wie wir das so machen. Vielleicht nehmen wir da auch ein paar neue Leute mit und so. Ja, wobei kann ich ja erstmal so lassen, eigentlich die 11 und so. Wobei, wenn wir ausschalten, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann haben wir mehr Zeit für die Liga und so zur Vorbereitung. Sommer, ist das der Keeper, den ich loswerden will? Ja, ne? Ja, perfekt. Dann könnt ihr direkt das haben und so. Wäre mir auch egal, ob das halt unter den Vorstellungen von dem Assistenztrainer ist. So, weil, den könnt ihr haben. So. Und wenn ihr mir 1 € dafür gibt, könnt ihr haben. So. Kann man loswerden. So. Und ich erfülle damit ja auch ein bisschen, glaube ich, das Ziel für mit den Nachwuchsleute verkaufen für 3 Millionen oder was das da war. Ja, experimentieren ist geile Sache. Ja, das stimmt. Auch wenn das die KI, das die KI erledigt. So. Weil die macht hier die Experimente sozusagen. So, wen haben wir hier nicht fit? Tsimikhan ist nicht fit, das heißt, Nianzu darf rein. Und wobei Bon ist auch nicht fit. Bonucci? Nee, Doucouré, genau. Doucouré mitnehmen. So, Udogie vielleicht mitnehmen. Für Prinz Anning vielleicht. So, nehmen wir den mal mit, genau. So. Weil ich werde ja eh durchrotieren die ganze Saison über. Anders geht es ja auch wahrscheinlich gar nicht. So, dass alle zufrieden sind, alle ihre Spielzeit bekommen und so und jeder hier durch die Decke am entwickeln ist und so. Zerni würde ich gerne mitnehmen. Und ich denke auch, wir werden so spielen. Dann Zerni hier mitnehmen. Dann werden wir wahrscheinlich hier von den Flügeln Duranville mitnehmen. Denke ich mal. So. Dann haben wir noch Blanco. Achso, nee, der ist nicht aus der eigenen Jugend, stimmt ja, der war der Argentinier-Boy. Kurz mir wieder ins Dings rufen, wer die Leute hier sind. Thomas Müller erneut mitnehmen. So, wobei Svani, ich auch gerne einsetzen eigentlich. Nee, aber auch eigentlich gerne so, aber machen wir vielleicht so. So, genau.
Ja, doch, ich denke, so kann man mal spielen, oder? Ja. Ja, doch. Galado ist ja eh der Einzige, der wirklich pisst ist, so. Ja. Ja, doch, ich lasse ihn spielen, auch wenn er nicht ganz fit ist, so. Dass er hoffentlich nicht mehr pisst ist. Und wir gewinnen sogar. Wimmer und Reyes, let's go, Leute. Sehr gut, Mann. So will ich das sehen. Und das ist die richtige Vorbereitung, die wir brauchen, so. Erst beim Spiel gewonnen und wir hatten Manu als Gegner. Und wir. Ach so. Cool, Aston Villa ist der nächste und den sehen wir im nächsten Mal.